Hallo, wir sind heute bei Shia. Bei mir ist Frau Schulz und Frau Krause. Was ist Shia genau? Was macht ihr hier? Also Shia ist Selbsthilfeinitiative Alleinerziehende und wir sind eine Beratungs- und Kontaktstelle für Alleinerziehende und deren Kinder. Wir gehen ja gerade ein bisschen eben auf dem Spur, was selbstbestimmtes Leben für den Einzelnen bedeutet. Bei Single-Eltern was, und auch mit Kindern, was heißt für euch da selbstbestimmtes Leben? Das heißt, dass es gesellschaftliche Rahmenbedingungen gibt, die dieses selbstbestimmte Leben ja erstmal ermöglichen müssen. Das heißt Steuergerechtigkeit, das heißt auch Gerechtigkeit, was quasi die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, also unterstützende Bedingungen, die es ermöglichen, selbstbestimmt Einkommen zu erwirtschaften. Das heißt auch für mich, dass das Familienrecht so ausgestaltet wird, dass es alleinerziehende Eltern beispielsweise unterstützt und fördert. Und jetzt komme ich als Politiker ja vorbei. Was sind so zentrale Forderungen, die ihr an die Politik habt? Also zum Beispiel, dass es ausreichende Möglichkeiten ergänzender Kinderbetreuung gibt, damit auf der einen Seite Eltern bessere Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie haben und dass natürlich die Kinder auch bessere Möglichkeiten der Teilhabe haben, indem zum Beispiel ein Begleitservice ihnen ermöglicht, Freizeitveranstaltungen oder auch Ergotherapietermine in Anspruch zu nehmen. Dann auch, dass es in den einzelnen Bezirken hier in Berlin Familienbüros gibt, wo entsprechend für verschiedene Sozialleistungen aus einer Hand eben Beratung und auch Entgegennahme der Anträge halt erfolgen kann. Das sind so zwei Möglichkeiten oder zwei Forderungen, die wir an die Politik haben. Dann natürlich auch auf der Steuerebene, dass es da eben eine Steuergerechtigkeit für dieses Familienmodell gibt. Dann natürlich auch, dass es in dieser Stadt Möglichkeiten gibt, wenn eine Trennung und Scheidung erfolgt ist, im Kiez wohnen bleiben zu können, dass die Kinder dort ihr Umfeld behalten und dass entsprechend dann eben auch Wohnungen in bezahlbarem Umfang da sind. Und natürlich auch eine Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz in dieser Stadt. Das sind so einige Möglichkeiten oder einige, nicht Möglichkeiten, sondern Rahmenbedingungen, die wir sehen, damit eben dieses Familienmodell selbstbestimmter gelebt werden kann. Herzlichen Dank. Danke für euren tollen, engagierten Kampf und ja. Danke, dass wir da sein durften. Bis dann. Ja, vielen Dank auch.